Einen wunderschönen. Hier ist Krone SK und ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem Video. Und dieses Video wird ein bisschen anders ablaufen als die sonstigen. Ich erzähle euch in diesem Video zwar etwas über eine urbane Legende aus den USA, aber ich erzähle euch zwei Versionen davon. Eine von beiden beruht tatsächlich auf einer wahren Begebenheit, während die andere Version einfach falsch ist. Man merkt wieder, dass ich ein alter X-Factor-Fan bin. Gewissermaßen ist es ein kleines Oster-Special. Und passenderweise berichte ich euch heute von der Legende des Bunny Man, passend zur Osterzeit. Sobald ich euch die beiden Versionen der Legende erzählt habe, habt ihr ein wenig Zeit, darüber nachzudenken, welche der Versionen auf einer wahren Begebenheit basieren könnte. Diese Bedenkzeit wird aber keineswegs ungenutzt bleiben, denn in der Zeit blende ich euch einen Oster-Horror-Kurzfilm ein, der ein bisschen verstörend ist, aber seinen Zweck überaus gut erfüllt. Und nach dem Kurzfilm gibt es dann die Auflösung. Vorab noch, der Bunny Man ist ein Mann, der ein Hasenkostüm trägt und stets mit einer Axt bewaffnet ist, mit der er auch seine Opfer tötet. Es wird davon berichtet, dass sein Geist immer noch umgehen soll, stets auf der Suche nach seinen nächsten Opfern. Die Legende ist in den USA dermaßen stark verbreitet, dass sich zwei Versionen davon entwickelt haben, von denen eine der Wahrheit entspricht. Die erste Berühmtheit erlangte der Bunny Man dadurch, dass er an einem Ostersonntag seine gesamte Familie mit einem Hasenkostüm bekleidet ermordet hat. Da er als geisteskrank eingestuft wurde, wurde er in die Nervenheilanstalt Clifton in Virginia eingewiesen. Dies alles geschah um das Jahr 1900 rum. 1904 musste die Nervenheilanstalt jedoch schließen, woraufhin die Insassen in eine andere Anstalt verlegt werden mussten. Doch beim Transport kam es zu einem furchtbaren Unfall, bei dem die meisten Insassen starben. 10 von ihnen konnten jedoch fliehen. Während 9 der Fliehenden wieder geschnappt wurden, blieb ein Insasse spurlos verschwunden, der als Bunny Man bekannte Mörder. Da öffentlich nach ihm gefahndet wurde, erfuhr die Öffentlichkeit schließlich seinen echten Namen, Douglas J. Griffin. In den nun folgenden Monaten wurden immer wieder Leichen von Hasen gefunden, denen Fleischstücke roh herausgebissen wurden. Die meisten von ihnen wurden auch gehäutet. Es dauerte nicht lange, bis man schließlich auch eine menschliche Leiche fand. Einen Mann namens Marcus Walster, dem ebenfalls Fleisch herausgebissen wurde. Die Polizei schaffte es schließlich, Griffin aufzuspüren. Allerdings konnten sie ihn nicht fassen, da er plötzlich auf nahegelegene Schienen rannte, wie ein Irrer lachte und schließlich vom Zug erfasst wurde. Und trotzdem wurden danach immer wieder Hasen gefunden, denen Fleischstücke herausgebissen wurden. Es lebte einst ein Mann, der sich zu Ostern ein Hasenkostüm anzog und seine gesamte Familie ermordete. Nach vollbrachter Tat begab er sich zum Colchester Overpass an die sogenannte Bunny Man Bridge und nahm sich das Leben. Seit diesem Tag soll der Geist des Bunny Man dort umgehen. So kam es im Jahr 1970 dazu, dass Robert Bennett mit seiner Freundin in Burke in Virginia einen Verwandten besuchte. Als sie danach im parkenden Auto mit laufendem Motor saßen, rannte plötzlich ein Mann im Hasenkostüm auf sie zu, warf eine Axt nach ihnen und brüllte, dass sie sich in diesem Gebiet nicht zu befinden hätten. Im Eiltempo fuhren die beiden davon und gingen zur Polizei. Diese fand am Tatort jedoch nur eine Axt auf dem Boden. Wenig später sah ein Wachmann eine Gestalt mit Hasenkostüm, die auf den Verandapfosten eines Hauses einschlug. Als der Wachmann näher kam, rief der Bunny Man ihm zu, dass er ihn köpfen würde, sollte er noch näher kommen. Als die Polizei schließlich kam, war der Bunny Man bereits verschwunden. Nun ist es an euch. Welche dieser beiden Geschichten beruht tatsächlich auf einer wahren Begebenheit? Denkt darüber nach, während ihr den nun folgenden Horror-Kurzfilm schaut.
thought you'd get away with it, didn't you? Ha! Ha! But there's one thing you forgot. This is Easter. Ein schöner Film, nicht wahr? Habt ihr euch entschieden, welche Version wirklich passiert ist, beziehungsweise einer wahren Geschichte nachempfunden wurde? Dann will ich euch nicht länger warten lassen und löse jetzt mal auf. Auf einer wahren Begebenheit beruht Geschichte Nummer 2, also die Geschichte mit dem Angriff auf das Auto. Es lief in Wahrheit folgendermaßen ab. Im Jahre 1970 fuhren Robert Bennett und seine Verlobte tatsächlich durch Burke in Virginia und wollten dort eine kurze Rast machen. Sie parkten das Auto neben einem Feld und der Motor lief noch. Plötzlich bemerkten beide über den Rückspiegel einen vorbeihuschenden Schatten. Nach wenigen Sekunden klirrte es plötzlich, weil die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen wurde. Robert drückte sofort auf das Gaspedal und beide konnten im Rückspiegel noch einen weiß gekleideten Mann erkennen, der ihnen irgendetwas hinterherrief. Dann sahen die Verlobten, was ihre Scheibe eingeschlagen hatte. Denn am Boden des Autos lag eine Axt. Danach gingen die beiden zur Polizei. Robert schwor, dass der Mann zwei spitze, große Hasenohren getragen habe. Seine Verlobte sagte allerdings, dass die Kopfbedeckung eher wie die Kapuze des Ku Klux Klan aussah. Und das ist die wahre Geschichte hinter der Legende des Bunnyman. Tatsächlich gibt es in Virginia die urbane Legende des Bunnyman-Geistes, der in der Umgebung spukt und Leute töten will. Und dieser wahre Fall hat die Geschichten dazu verstärkt, sodass es in den nächsten Jahren nach 1970 zu unzähligen Sichtungen kam. Um zum Abschluss noch etwas über die erste Geschichte vom Anfang zu sagen, diese gilt auch als urbane Legende, konnte aber bereits widerlegt werden, weil die besagte Nervenheilanstalt erst 1906 erbaut wurde, während die Geschichte 1904 spielt. Und das war mein kleines Ostervideo für euch. Ich habe euch in der Videobeschreibung noch einen anderen Oster-Horror-Kurzfilm verlinkt, den ich nicht hochladen darf. Ich hoffe aber, dass euch dieses Video gefallen hat. Und wenn ich Videos in dieser Form, also mit einer wahren und einer erfundenen Version, immer mal machen soll, dann lasst mich das gern wissen. Entweder mit einem Kommentar oder mit einem Daumen nach oben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, dazu ein schönes Osterfest und was auch immer. Euer Krone SK, bis zum nächsten Mal.